Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banner Saga. Ich werde jetzt erstmal einkaufen gehen. Vorräte, Vorräte, Vorräte. Alles, was geht. Versorgung für 9 Tage. Scheiße. Trotzdem, ich brauche Vorräte. Und vielleicht einen Tag resten. Oh, ich hätte vielleicht zuerst mit ihm reden sollen. Plötzlich entsteht Unruhe. Diebe, ruft einer der Leute, und eine Gruppe Fremder flieht aus dem Lager. Otley rennt schon in ihre Richtung. Die haben unsere Vorräte, hörst du jemanden in der Nähe? Die Diebe vorhin versucht mit den diesen Gruppe Trainingkarawane sagen, dass sie sofort aufhören, die Trainingkarawane schützen. Diebe verfolgen. Kommt mit, rufst du, und einige Krieger schließen sich dir an. Ihr kommt an einen nicht so schnell reden. Ihr kommt an einem Strand, an dem ein paar Männer euch erwarten. Es kommt zu einem hitzigen Wortwechsel darüber, ob sie etwas gestohlen haben oder nicht. Du siehst nicht, wer zuerst die Waffe zieht, aber das Gespräch wird abrupt beendet. Kampf. Sowieso, so wie es. Wir haben sowieso so wenig Vorräte. Krummgröße ist wieder da. Dann muss es auch direkt so. Kampf. Ich brauche meine 2 Wahl. Wird dann drauf gekloppt. Oh, mal wieder ein Kampf. Jetzt werden wir auch noch bestohlen. Also sowieso so wenig Vorräte. Also passiert wäre, wenn ich keine Vorräte gehabt hätte, wäre wahrscheinlich auch kein Dieb gekommen. Es kommt easy going. So viele Leute sind es nicht. Ich muss bloß auf. Jawohl, auf die beiden muss ich aufpassen. Sowohl auf die beiden. Ja, okay, vielleicht ist es doch nicht so einfach. Der Magier, den packe ich mal dahin. Dann die beiden Wahl greifen ja zuerst an. Sprich, die kloppen sich gleich mal mit denen da. Komm, schicken mal alles nach. Machen wir heute rechtslastig. Bogenschütze, zweite Reihe, bereit. So. Attacke. Auf Eden. So. Ach Gott. Dann Attacke auf sie. Zack, damit ist sie weg. So, weiter. Bisschen da minimieren. Mein Bogenschütze, der schießt ihn jetzt hoffentlich komplett runter. Ja, läuft. Deren Bogenschützin schießt natürlich auf mein Varl. Wie soll es anders sein? Mein Magier hat so eine geringe Reichweite, glaube ich. Deswegen lasse ich einfach mal warten. Ich hätte ihn direkt näher hinstellen sollen. Meine andere Bogenschützin hat auch leider. Läuft leider nicht so weit. Dann klopp ich mal auf dir rum. Komm, ich hole mal dein Schild extrem runter. So, dann kann der nämlich jetzt hierher und auf dir mal rumhacken. 7, ja, das hört sich doch ganz gut an. Zack. Ach, hat er auch Schneid oder wie sie das nennt. So, dann darf man auf die auch noch ein bisschen rumhacken. Ach, shit. Ah, der Klassiker. Warte mal, ich gehe mal. Warte, nein, nicht da rein. Nein, nicht. Ah, bewegen. So. Nach dahin. Schießen. Fliehen die Rüstung weg. Für den nächsten Schuss. Die beiden können den dann fertig machen. Au, scheiße. Magier hier hin. Lichtbogen. Auf die beiden. Ach shit, jetzt habe ich was falsch gemacht. Ja, hoffentlich springt es zu ihm über. Sehr schön. Hat geklappt. So, du darfst ihn direkt angreifen. Und das war's auch. Mit dem. So. Dann klopf mal auf den ein.
Was sind das nächstes dran? Oh Gott, wie halt mit seiner Fähigkeit auch noch was reißen kann, ne? Wie? Dann machen wir es halt anders. Bewegen. Hierher. Attacke auf ihn. 2. Ist was mit dem? Kommt das nächstes dran? Der kommt das nächstes dran. Und der noch, okay. Jetzt angreifen wir den auch direkt an. Zack. Ach Gott. So, Magier. Lichtbogen auf ihn. So, wahrscheinlich treffe ich jetzt doch noch einen von uns. Muss ich mal kurz riskieren. Nein, Glück gehabt. Ist wieder abgelenkt. So. Bogenschützen bereit. Warte mal. Ne, dann schießen wir doch auf ihn. Machen die Rüstung dafür ein bisschen runter. Huh, der war klar. So, jetzt auf dich. Ah, ja, warte mal. Habe ich nicht noch eine Fähigkeit? Schneid. Oder was war Schneid? Schneid schießt alle Benachbarten an. Schneid, aber im Zweifel jetzt zurück. Ja, mach das mal. Sehr schön, einen hat es nämlich erledigt. Jetzt kommt er natürlich hin und... Ah, Glück gehabt. So. Dann, warte mal. Als nächstes kommen die Bogenschützen dran und schießen die kurz runter. 5. 5? Ach komm, probieren wir direkt 6. Ich habe sowieso genug Willenspunkte dafür. Dann kriegt ihr den jetzt hoffentlich nicht. Gut. Du darfst auf den draufkloppen. Das müsstest du eigentlich schaffen. Zack. Jetzt ist sie wieder dran. So. Kampf der Bogenschützinnen. Du müsstest aber hier eins abziehen, genau. Ja, perfekt. Das war's. Oh, bisschen Ansehen gewonnen. Kann ich mir nochmal Vorräte kaufen. Ding, 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 ding. 10 Ansehen, cool. Boah, ich brauch Vorräte. Leider kann ich nicht befördern. Ich brauche unbedingt die Vorräte. Die Diebe verschwinden rasch, als ihr ihnen nachschillt. Doch zurück bei der Karawane entdeckt ihr... Der Grund, es fehlen noch mehr Vorräte. Ihr seid... Ja, das ist irgendwie klar. Ach Gott. Minus 12 Vorräte, ich glaub's sagt. Na toll, mehr Vorräte gibt's hier auch gar nicht mehr. Super, es war doch ein Fehler, wegzugehen. Jetzt habe ich nicht einmal die anderen zurückbekommen, oder wie? Na, shit, ey. Ja, wenn es hier so keine Vorräte hier mehr gibt, dann machen wir es mal so. Gerade ist er verletzt. Wer war, wo konnten die befördert werden? Er konnte befördert werden. Der kann auch befördert werden. Drew kann befördert werden, dann machen wir das doch mal. Ach, braucht 15 Ansehen. Ach du Scheiße. Dann, komm, dann machen wir aber mal... Eigentlich sollte ich Krumre befördern, oder? Vielleicht einen so. Einen so. Einen haben, der ein bisschen mehr draufhauen kann. Dem kann ich gerade nichts geben. Ach, gerade nichts geben. Also steht er da. Okay, quatschen wir mal endlich mal mit ihm. Du hast die große, du machst dir große Sorgen um sie, nicht? Wie? Oh, Juno.
Sorgen ist gar kein Ausdruck. Wenn sie uns hier nicht findet oder ihr etwas zustößt, bist du sicher, dass du die Wirklichkeit gesehen hast? Vielleicht war es auch ein Traum oder ich weiß nicht, du warst ziemlich erschöpft. Ich weiß nicht, offen gestanden bin ich nicht mehr sicher, es ist alles so wirr. Sag den anderen bitte nicht, dass ich das gesagt habe. Ich muss hoffen, dass es kein Traum war. Wie ist es, Magier zu sein? Kein Magier zu sein? Darüber habe ich doch nie direkt nachgedacht. Ich bin einfach einer. Es war schon früh klar, dass ich zum Orden gehen würde. Ich bin da reingeboren, könnte man sagen. Meine Eltern waren beide Magier. Die Gilde steht jetzt vielen Leuten offen, Baumeistern und Heilern. Rufen die alle Blitze vom Himmel? Nein, das ist nicht normal. Es ist einer der Gründe, warum ich Yuno kenne. Sie gehört zum Rat. Sie hilft mir, solche Dinge zu kontrollieren, damit wir den Leuten keine Angst einjagen. Wie funktioniert das Weben überhaupt? Am schwierigsten ist es wohl, die Fäden zu erkennen. Alles besteht aus Gewebe, aus verwobenen Fäden. Wer die Fäden sieht, kann sie manipulieren. Ich weiß nicht recht, wie ich das erklären soll. Es ist, als würde man versuchen, eine Harfe mit unsichtbaren Saiten zu spielen. Sieh dir beispielsweise meinen Stab an. Manche Magier schnitzen komplizierte Muster ins Holz als Gedächtnisstütze für die Formen von, wie ich schon sagte, schwer zu erklären. Also Magier sind Saitenspieler, Fädenzieher, wie auch immer. Warum folgt Brille uns immer noch? Ich habe Grofheim gesehen, wie es brannte. Ivan sieht abwesend aus. Die Sundre sind hindurchgerauscht wie ein Unwetter. Die Varre sind zu Tausenden gefallen. Die meisten Sundre haben die Stadt verlassen und sich nach Süden gewendet. Wer weiß, wo sie jetzt sind. Vielleicht zerstören sie jede Stadt, die sie finden, oder sie ziehen nach Arbarang. Brüller ist es einem für Genügen in Grofheim geblieben, glaube ich. Als er nach Einatoft flohen, dachte ich, er wollte die Wahl komplett auslöschen. Aber dann kam er hinter uns her. Vielleicht wusste er, dass Ivar derjenige war, der Race getötet hat. Vielleicht, aber ich. Sorgen wir einfach darüber, dass er uns nicht, sorgen wir einfach dafür, dass er uns nicht einholt. Meinst du, dies ist die Endzeit? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich wünschte, ich hätte eine bessere Antwort. Aber nur den Wütern entgehen. Die Schlange hat von einem Finsternis gesprochen, die die Welt bedeckt. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird oder was es überhaupt bedeutet. Ich versuche, die Probleme einzeln zu lösen. Die Magier sind in Arbarang. Wenn wir Schiffe finden und die Hauptstadt erreichen, könnten wir eine Chance haben. Ja, will dich nicht länger aufhalten. Nein, kein Problem, Rook. Ich rede gern mit dir. Es ist gut, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Ich verbringe den Tag doch nur damit, mir wegen Schlangen und Sundere Gedanken zu machen. Ich glaube, viele Leute sind beklommen oder sogar ängstlich wegen mir. Keine Sorge, das ist nichts Neues. Ich bin daran gewöhnt. Vielleicht reden wir ein andermal über Dinge, zu denen nicht das Ende der Welt gehört. Wäre jetzt mal ein fröhlicheres Thema. Ja, es ist jetzt die Frage. Verlassen oder noch einen Tag bleiben? Ich bleib mal noch einen Tag. Ich raste noch einen Tag. Einige Leute aus Karawane kommen zu dir. Hör mal, sagt einer. Wir fühlen uns hier nicht sicher. Ich weiß nichts von Magie und so, aber wir wollen gehen und hoffen, dass du mit uns kommst. Offenbar haben ein Dutzend Personen das gleiche vor, darunter Bauern und Fischer. Ich hätte eigentlich auch vor, jetzt zu gehen, wenn nichts passiert. Mit ihnen gehen. Du bist ebenfalls der Meinung, dass es Zeit ist zu gehen. Ivan senkt den Blick, protestiert aber nicht. Die Karawane packt zusammen und macht sich bereit. Wir haben noch mehr Probleme, sagt Ivar. Hier ist alles überflutet. Wir können versuchen, durch die sumpfigen Bereiche zu laufen, aber wir wären sehr langsam. Wir könnten auch versuchen, mit der Karawane über See zu setzen, aber mit dem Risiko, dass wir kentern oder stecken bleiben. Oder wir umrunden den See. Keine Ahnung, wie lange das dauern würde. Was meinst du? Ach du Scheiße. Wieder mal eine Entscheidung. Versuche den Fluss zu durchqueren. Die Wagen kahlfahrtern und übersetzen. Einige Dörfer bezahlen, damit sie helfen, die Überflutung umgehen. Also,
Problem ist, wenn wir wahrscheinlich durch den Fluss gehen, dann holen uns wahrscheinlich ziemlich schnell die Wüter ein. Ist blöd, wenn wir über den See fahren, werden wir wahrscheinlich Leute verlieren. Und, oder Vorräte, oder noch schlimmer, Vorräte. Blöd. Dörfel bezahlen kostet uns was. Blöd. Die Überflutung gehen, es dauert aber auch lange, ist auch blöd. Wir. Fluss zu durchqueren, Flutung umgehen. Überqueren den Fluss. Ihr packt zusammen, nimmt so viel Ballast von den Wagen wie möglich, bald läufst du knöcheltief durch Schlamm und Wasser und hoffst, dass der Rest der Karawane es schafft. Es ist ein mühsamer, langwieriger Fußmarsch, aber wenigstens ist das Wasser nicht zu tief. Langsam schafft ihr es über die riesige Schlammebene. Vor sie kommt und die Karawane bleibt dabei intakt. Oh, richtige Entscheidung getroffen, ja, Gott sei Dank. So, ja, ich weiß, wie schlange das Lager gerade schon wieder auf, aber aus irgendeinem Grund, die Folge ist schon wieder vorbei und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir weiterziehen. Die Frage ist ja eigentlich gerade nur, wohin. Da wir jetzt Judo nicht getroffen haben, müssen wir eigentlich warten, bis der Magierflieh wieder eine Eingebung hat. Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht und wir werden es aber das nächste Mal erst rausfinden. Bis dahin, ciao.